So, jetzt mache ich euch ein kleines Tutorial zum Thema Bambus. Haben wir alles gemeinsam schon geübt, aber nochmal so zur Auffrischung. Ich werde alles zusammenbringen, also sprich die Stämme und die Blätter, und euch jetzt vorab nochmal kurz ein bisschen was erklären. Also wir haben die schiebende Pinselführung, wo der Pinsel quasi schiebend, ziehend übers Blatt gebracht wird. Und bei Bambusstämmen ist prinzipiell wichtig, dass keine Parallelen entstehen, dass es nicht zu statisch wirkt, dass die Stämme schon leicht auseinandergehen übers Blatt. Was sie nie machen, sind Kurven. Bambus ist wirklich ganz was Straightes, Gerades. Darauf bitte immer achten. Und dann des Weiteren haltet, wenn ihr den Pinsel zieht, das Blatt gut fest, beziehungsweise beschwert es euch immer, weil das wisst ihr sicher, der Pinsel, der rupft so das Papier hoch, also haltet es gut fest. Und zur Pinselfüllung, der Pinsel wird in 3 Stufen gefüllt mit ganz, ganz hellem, heller Tusche. Da könnt ihr zum Beispiel das Wasser nehmen, mit dem ihr malt, in dem schon ein bisschen Tuschepigment vorhanden sind. Dann eine mittlere Tusche, da wird der Pinsel, sage ich mal, ungefähr bis zur Hälfte gefüllt. Und dann mit ganz dunkler Tusche füllen wir die Pinselspitze. Und insgesamt nicht zu nass, nicht zu trocken, aber da würde ich mich jetzt so nicht festlegen, denn es kommt auch auf den Effekt an, den man haben will. Wenn es zu nass ist, gibt es nicht diese schönen Streifen im Bambusstamm. Allerdings kommt es auch sehr aufs Papier an. Wenn man ein sehr kräftiges Papier hat, dann saugt es enorm und dann braucht man ein bisschen mehr Flüssigkeit. Ich würde sagen, probiert das aus. Macht blätterweise einfach Bambusstämme. Und jetzt male ich mal so in Zügen ein Motiv aus dem Senfkorngarten und ja, füge einfach mal alle Komponenten ein bisschen zusammen. Ich fülle den Pinsel, deswegen seht ihr mich gerade nicht. So. Ich stehe jetzt auf, weil es leichter ist, manchmal das zu handeln. Könnt ihr halten, wie ihr wollt, aber manchmal ist es tatsächlich feiner, wenn man dabei steht. Und eben da seht ihr, dass ich drauf schaue, dass nicht so Parallelen entstehen. Die Knoten sollen nie auf der gleichen Höhe sein, sondern immer ein bisschen versetzt. Dann wirkt es insgesamt lebendiger.
mal hier die Knoten an den Stämmen, die in meinen Augen auch manchmal verzichtbar sind. Wichtig ist nur, dass das Blatt noch nass genug ist und nicht zu trocken und die Farbe auch nicht zu dunkel, dass die Kontraste nicht zu stark werden. So, jetzt gehen wir zu den Blättern über. Da ist es auch immer sehr schön, dunklere Blätter zu malen und hellere, sodass man so Vordergrund, Hintergrund so zu sehen bekommt. Und da gehen wir jetzt über zur aufrechten Pinselhaltung. Der Pinsel wird ganz gerade gehalten. Immer darauf achten, dass wir eine schöne Spitze am Pinsel haben und dass es möglichst natürlich übers Blatt fließt. Ja, und so könnt ihr das Blatt dann voll machen. Das ist jetzt nur eine Idee. Bambus kann natürlich fließend sein. Er kann von oben nach unten wachsen. Er kann im Wind wachsen. Er kann runterhängen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Einfach alles ausprobieren und breitere Bambusstämme, schmälere und alles möglichst lebendig anordnen.